Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 14 und zwar vom 3.4. bis 6.4. Wir haben es heute den 2.4., also Ostermontag. Die US-Märkte sind schon wieder am Laufen, aber ich gehe jetzt hier nicht von nennenswerten Bewegungen aus, die die Analyse hier gravierend beeinflussen. Somit die Analyse generell für den 3.4. bis 6.4.2018. Wie gewohnt die Märkte DAX, Dow, S&P, Euro, US-Dollar, britischer Pfund, Gold und die Ölsorten Brent und WTI. Wie gewohnt dann auch unten in der Videobeschreibung die entsprechenden Märkte, dahinter die Uhrzeiten. Also wenn ihr euch hier in diesem Video nicht alles in kompletter Fülle anhören wollt, dann könnt ihr natürlich unten in der Videobeschreibung entsprechend auf die Märkte dahinter, auf die Uhrzeiten klicken und dann kommt ihr in dem Video zu den entsprechenden Märkten, die euch dann da gegebenenfalls interessieren. Wie gewohnt auch vorab der Risikohinweis. Achtet bitte darauf, dass ihr Stops setzt, dass ihr diesen Risikohinweis durchlest, dass ihr euch die Positionsgröße an euer Konto anpasst. Das sind eben wirklich sehr, sehr wichtige Dinge. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Broker oder zum Trading, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Da könnt ihr noch diverse Informationen erhaschen. Und dann wollen wir auch schon starten mit der Analyse. Wie gewohnt am Anfang ein paar Worte zu den Fundamentals für die kommende Woche. Und da kommt eben am Mittwoch aus der Eurozone der Verbraucherpreisindex. Der kommt um 11 Uhr raus und es ist prinzipiell zwar in der Vergangenheit so gewesen, dass aus der Eurozone, auch aus Deutschland, der Verbraucherpreisindex die Märkte nicht gravierend bewegt hat. Aus den USA der Verbraucherpreisindex ja in den letzten Malen doch den Markt so ein bisschen mehr oder gedrückt hat, beziehungsweise Momentum aufgekommen ist aus der Eurozone und aus Deutschland. Aktuell noch nicht ganz so. Nichtsdestotrotz, am Mittwoch um 11 Uhr sollten wir darauf achten, dass hier gegebenenfalls Bewegung in die Märkte reinkommen kann. Dann auch am Donnerstag um 13.30 Uhr EZB-Accounts, Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates. Da geht es wieder mal um die Zinsen. Das ist ja eben ein heiß gekochtes Thema aktuell. Somit auch am Donnerstag 13.30 Uhr beziehungsweise auch etwas noch danach könnte so ein bisschen auch Momentum in die Märkte reinkommen. Also auch hier vorsichtig und viel, viel wichtiger aber als diese zwei Sachen am Freitag. 14.30 Uhr die Non-Farm Payrolls und ich denke, das ist dann auch der Kern, worauf die Händler in dieser Handelswoche warten werden, weil eben in den letzten Malen oder zu den letzten Malen, wo die Non-Farm Payrolls rausgekommen sind, wirklich starke Bewegungen nicht nur zu den exakten Zeiten um 14.30 Uhr entstanden sind, sondern auch noch danach, weil eben die Arbeitsmarktzahlen aus den USA aktuell wirklich Market Mover sind und es wird hier eben ein Rückgang erwartet. Wir hatten die letzten Male wirklich immer sehr, sehr gute Arbeitsmarktzahlen. Es ist eben damit zu rechnen, beziehungsweise wird es erwartet, dass die Zahlen mal etwas zurückkommen. Und da wird es auf jeden Fall wieder spannend am Freitag, dann um 14.30 Uhr. Aber all das, wie gewohnt, werden wir natürlich in den jeweiligen Livestreams früh am Morgen immer dann hier DAX Long oder Short um 8.50 Uhr, beziehungsweise auch von meiner Seite dann am Nachmittag die US Opening Bell dann um 15.40 Uhr, wo wir dann entsprechend immer nochmal auf die Zahlen eingehen, dass ich dann auch nochmal erwähne, dass diese Zahlen kommen und wir dann auch in den Märkten dann exakt schauen, was könnte passieren, welche Levels könnten da dann gegebenenfalls angelaufen werden. Dann starten wir wie gewohnt hier natürlich mit dem DAX und ich habe hier wieder die vereinfachte Darstellung mal so ein bisschen eingezeichnet und es ist jetzt wirklich interessant, wie der Markt hier mit diesen aktuellen Levels, wir hatten ja in der vergangenen Woche gesagt, wenn der Markt bestimmte Bereiche nach oben durchstößt, dass es durchaus denkbar ist, dass der DAX nochmal den 100er, also den 12.100er Bereich, beziehungsweise auch den 12.150er Bereich nach oben erreichen könnte. Also die Longseite war hier zum Ende der Woche wirklich nochmal interessant und dann war ja auch am Donnerstag hier vom DAX her Schluss. Also wir hatten ja nicht nur die, oder wir haben nicht nur in der Folgewoche, in der kommenden folgenden Woche hier eine verkürzte Handelswoche, sondern hatten wir ja auch in der vergangenen Woche von Montag bis Donnerstag nur die Handelstage und hier am Donnerstag dann eben nochmal etwas stärker in den DAX reingekommen. Und wir sind jetzt hier mit dem Bereich, mit dem Widerstandsbereich um die Marke von 12.140, 12.150. Also da, wo der Schlusskurs knapp drunter lag, dieser Bereich, und ich fange jetzt mal hier wieder an einzuzeichnen, der ist jetzt auch für die kommende Woche ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Ich zeichne auch gleich nochmal ein, warum. Also dieser Bereich hier, wo der Markt am Donnerstag dann geschlossen hat, das ist sehr, sehr wichtig. Warum ist das so? Wir hatten hier schon mal markante Tiefpunkte aus der Vergangenheit. Und diese zwei Punkte waren auch für mich diese zwei Punkte, wo ich gesagt habe, es ist durchaus realistisch, dass der Markt, und hier kommt sogar noch ein dritter Punkt dazu, dass der Markt durchaus realistisch diese alten Tiefpunkte aus der Vergangenheit nochmals anlaufen kann und weiterhin aber übergeordnet die Abwärtstendenz spruchreif sozusagen ist. Warum ist das so? Also wir sind ja hier dann, Moment, das sollte kein Kreis werden. Gucken,
wo ist meine Maus jetzt hin? Dann wieder den Pfeil nehmen. Also wir sind ja im Prinzip hier gestartet mit dieser Bewegung nach unten, haben uns dann relativ stark nochmal erholt, aber die alten Hochs hier nicht überschritten, sind dann erneut auf dem Weg nach unten gewesen. Dieses Tief war nicht tiefer als dieses Tief, sondern diese letzte große Bewegung ist eigentlich die letzte Kernabwärtsbewegung hier im übergeordneten Bild. Und somit ist es hier eben durchaus denkbar gewesen, übergeordnet, dass der Markt sich nochmals hier an diese alten Tiefbereiche, was auch übergeordnet diese Abwärtsbewegung hier, dieses Tief war, dass der Markt dort nochmal hinkommt, um jetzt gegebenenfalls, wie gesagt, da machen wir nochmal den dickeren Fall, hier die Abwärtsseite wieder aufzunehmen. Dafür sollte der Markt es aber wirklich nicht mehr nennenswert über diese Freitagshochs hier laufen. Vielleicht nochmal ganz kurz, das kann natürlich passieren, wäre charttechnisch jetzt auch nicht so schlimm, wenn der Markt jetzt wirklich hier nochmal ganz kurz vielleicht den 200er-Bereich nach oben antestet, ja, und dann relativ zügig wieder nach unten zerlaufen. Somit ist erstmal für auch gerade Anfang der Handelswoche für mich alles, was unter 12.150 ist, vielleicht auch so unterhalb von 12.200 immer noch nach wie vor erstmal abwärts tendierend. Wir haben den 12.000er Bereich als sehr, sehr markantes Unterstützungsniveau. Das haben wir durch dieses Tief hier, das haben wir hier durch eine Schiebezone in diesem Bereich. Ich zeichne das auch mal orange ein. Also es ist hier durchaus denkbar, dass wir erstmal eine realistische Chance haben, dass der DAX in Richtung des 12.000er Bereichs auf jeden Fall erstmal wieder zurückrutschen kann, was hier auch für die Abwärtsseite definitiv dann eins meiner Ziele wäre. Wir haben zwar auch knapp darüber hier nochmal einen Hochpunkt, aber erstmal übergeordnet ist es durchaus denkbar, auch rein psychologisch ist diese 12.000er Marke immer ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Somit hier wirklich realistisch, dass wir in Richtung 12.000 laufen. Dann muss man eben schauen, wie kommt der Markt dahin, auf welche Art und Weise, welchen Handelstag haben wir, ob es dann gegebenenfalls denkbar ist, dass wir vielleicht sogar relativ zügig wieder Richtung 11.800 rutschen, weil hier ist dann das nächste kernunterstützende Niveau und das ist eigentlich noch aktuell, aus aktueller Sicht, noch viel wichtiger zu betrachten, weil da haben wir in der Vergangenheit, auch dieses Jahr 2018, wirklich mehrere Male hier einmal in diesem Bereich aufgehört. Also ich kann das ja mal auch nochmal mit Pfeilen hier einzeichnen. Also wir sind hier diese starke Abwärtsbewegung hier. Anfang Februar sind wir in diesem Bereich abgeprallt. Wir sind dann auch nochmal Ende Februar in diesem Bereich abgeprallt. Und wir sind jetzt auch nochmal kürzlich Mitte, Ende März auch nochmal mehrmals in diesem Bereich immer wieder hängen geblieben. Ja, man sieht aber, dass diese Hochpunkte auch immer flacher werden. Ja, also hier, wenn der Markt weiterhin die Schwäche hat, die er auch in den vergangenen Wochen immer wieder mal gezeigt hat, wenn diese Schwäche erneut in den Markt oder nach wie vor in dem Markt drin ist, erneut wieder reinkommt, dann ist natürlich dann irgendwann auch ein Bruch dieses Bereiches hier in Richtung 11.600. Da kommen wir aus der Vergangenheit auch wieder in wichtige Unterstützungsniveaus, aber da haben wir ja aus dem 11.800er Bereich in den 11.600er Bereich dann auch schon wieder 200 Punkte, die man hier vielleicht sogar relativ zügig reiten könnte. Somit erstmal hier von der Abwärtsseite wäre das der Gedanke, sollten wir jedoch dann nachhaltig auch wieder über den, müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier für eine Farbe nehmen. Moment, und einen Strich. Sollten wir jetzt hier, und der 200er Bereich ist hier eben auch aus der Vergangenheit relativ wichtig, das ist das, wo ich jetzt auch eingezeichnet habe, dass es durchaus denkbar ist, dass wir nochmal in Richtung 200 gehen und dann weiter nach unten rutschen. Sollten wir jetzt hier drüber kommen, über 200, dann ist es durchaus denkbar, dass wir relativ zügig erstmal auch wieder Richtung 300 laufen. Das sollte jetzt wieder ein Pfeil werden, Moment. Dass wir eben dann vom 200er Bereich auch relativ zügig Richtung 350 laufen. Ja, das ist ja auch, wir wissen das aus der Vergangenheit, wir hatten zwischen 12.350 und 12.500 hier immer diese ewige Seitwärtsphase, die ich ganz oft eingezeichnet habe. Das ist dieser Bereich hier, wo der Markt sich sehr, sehr oft, sehr, sehr lange, wir haben ja hier den 4-Stunden-Chart, also es sind teilweise wirklich über Tage hat der Markt sich hier aufgehalten in der Vergangenheit, in der kürzeren Vergangenheit, hier eben nicht mehr ganz so stark nach oben Richtung 500 drückend. Da haben wir die 500 nach oben immer gar nicht mehr geschafft. Da hatten wir dann auch schon diverse Szenarien dann mal entwickelt, nicht nur auf der Abwärtsseite, sondern hatte auch gesagt, wenn wir bestimmte Bereiche
Bereiche überschreiten, dann auch schon knapp unter 500, könnte man hier nochmal diesen Break nach oben antizipieren. Wir wissen, dass hier im Bereich 12.600, 12.660, 12.670 Widerstände kommen, bedingt aus der Vergangenheit. Also ist es hier dann durchaus denkbar, dass die Stärke dann erstmal so ein bisschen zurückkommt und ich hier gegebenenfalls erneut, wenn wir wirklich die Stärke zurückbekommen in den Märkten, auch die US-Märkte, die wir uns gleich anschauen, hier etwas stärker wieder auf der Long-Seite unterwegs sind, dann ist es denkbar, hier vielleicht diesen Break nach oben zu antizipieren in Richtung 12.600, in Richtung 12.670. Und sollten wir das, das ist jetzt nicht das Szenario zwingend für die nächsten 4 Handelstage, aber übergeordnet ist es dann eben denkbar, da können wir wieder einen dicken, fetten Pfeil nehmen. Wenn der Markt es nachhaltig schafft, über 12.670 zu laufen, dann ist hier definitiv erstmal die Aufwärtsseite interessant. Natürlich in entsprechende Widerstandsbereiche, aber generell mal übertriebenermaßen wird dann wirklich hier oben die Aufwärtsseite wieder richtig schön interessant. Aber da sind wir noch lange nicht. Aktuell sind wir noch hier unten im Bereich knapp über 12.000 und wie gesagt, erstmal ist hier mein Favorit, dass der Markt sich weiter wieder Richtung unten tendenziell entwickeln könnte und wenn wir hier langsam nach oben laufen, dann eben entsprechende Vorsicht in dem Bereich über 350. Moment, nehmen wir nochmal den Fall, weil eben hier natürlich es auch erneut denkbar ist, dass wir seitwärts pushen. Ich hier aber, wie gesagt, vorsichtig schon mal im oberen Bereich hier mit dem Bruch dieser Hochs vielleicht dann schon mal vorsichtig einen Break antizipieren würde. Das wäre so eine Idee, die ich hier durchaus eben interessant finde, um dann eben die Longseite zu reiten. Alles andere über 350 erstmal ein bisschen vorsichtig und dann eben über 1200. Über 12.200 denkbar, dass der Markt Richtung 12.350 relativ sauber laufen könnte und hier dann die ersten nachhaltigen Long-Gedanken dann erstmal aktiv werden. Das zum DAX. Also hier eben das Bild, gerade auf der Long-Seite, so ein bisschen müssen wir mal gucken, wie sich der Markt da verhält. Schauen wir dazu aber mal, wie gewohnt, dann auch auf die US-Märkte. Und die laufen ja aktuell schon. Wie gesagt, wir haben es ja schon Montag, bei uns Ostermontag, Urlaub. Alle viele haben noch frei. Wir jetzt allerdings hier mit der Analyse für den morgigen Tag können wir hier schon drauf schauen. Aber ich gehe davon aus, dass hier im Dow Jones, S&P, auch die Währungen heute nicht nennenswert sich bewegen werden. Aber prinzipiell ist es hier eben auch wichtig, ähnlich wie im DAX. Und wer sich die DAX-Analyse jetzt gerade noch nicht angehört hat, will ich es auch noch mal kurz erwähnen. Wir hatten ähnlich wie im DAX, haben wir hier im Dow Jones diverse Bereiche, die in der Vergangenheit markant wichtig waren, die Extrempunkte dargestellt haben. Das sind im Endeffekt diese 4 Punkte, die in den letzten Wochen wirklich markante Tiefpunkte dargestellt haben, die jetzt schon auch auf irgendeine Weise vom Markt getestet worden sind. Zum einen dieses Hoch, ja, wo wir hier diesen Bereich getestet haben, dann jetzt hier am Freitag dieses Hoch, wo wir nochmals diesen Bereich getestet haben, was auch erstmal zeigt, okay, wir haben hier fallende Hochs, alle haben allerdings noch nicht fallende Tiefs, also wir haben hier auch den Markt so ein bisschen sich zusammenziehend. Somit durchaus auch hier denkbar, wir haben hier oben schon mal gearbeitet in dem Bereich um die Marke 24.700, da ist auch nochmal so ein Tiefpunkt. Also durchaus denkbar, dass wir uns ganz langsam hier mit dem Dow Jones auch nochmals in diesen Bereich hier vorarbeiten können. Ja, was durchaus bedeutet, das ist ein ganzes Ende aus dem 24.100er, 24.200er Bereich, wo wir uns aktuell befinden, in den Bereich 700. Das ist untergeordnet durchaus realistisch, dass der Markt dort nochmals hinläuft, ja, dass wir hier vielleicht dann auch Dienstag Mittwoch die Long-Seite mal reiten, aber übergeordnet sind wir unter diesem Bereich auf jeden Fall noch auf der Abwärtsseite unterwegs. Also man kann ja natürlich trotzdem, weil es ja ein ganzes Ende bis dahin ist, auch mal vorsichtig die Long-Seite handeln, aber generell würde ich sagen, das wäre auch so meine grobe Analyse, dass nach wie vor, solange der Markt unter dem 24.700er Bereich hier rangiert, dass hier nach wie vor übergeordnet die Abwärtsseite auf jeden Fall interessant ist. Somit es durchaus sein kann, dass wir diesen Bereich dann doch gar nicht mehr erreichen, wenn wir eben hochkommen, auch durchaus an bestimmten Widerständen immer mal die Abwärtsseite getestet, versucht werden kann. Man wird ein Feedback bekommen vom Markt, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn es nicht so funktioniert, dann eben vorsichtiger werden. Aber es ist durchaus denkbar, dass wir es eben nicht mehr in den 24.700er Bereich schaffen, sondern schon etwas früher nach unten wegkippen könnten.
Wir haben hier, wie gesagt, markante Punkte, wo der Markt erneut abprallen kann, auch wenn wir relativ zügig hier, Moment, oh, die Pfeile wieder nicht mehr ganz so dick, auch wenn wir jetzt relativ zügig nach unten laufen, vielleicht auch nochmal hier diesen Bereich 24.100, 24.150 testen, ja, dass wir relativ zügig erneut hier die Vorwochentiefs oder Vorvorwochentiefs eben erreichen können, auch die weiteren Tiefs. Und wenn wir hier ranlaufen, 23.400, dann ist es eben stark denkbar, und das wäre dann auch übergeordnet hier diese nächste Abwärtswelle, dann ist es hier denkbar, dass wir eben auch wieder Dampf auf der Abwärtsseite aufbauen. Also nach wie vor auch erstmal im Dow Jones und S&P die Abwärtsseite interessant mit dem Potenzial, dass die Erholung in der übergeordneten Abwärtswelle hier durchaus sich noch etwas nach oben vollziehen kann. Somit vorsichtig in 24.700er Bereich, vielleicht auch mal ein Long-Versuch oder an Widerständen, auch wenn der Markt sich aufwärts bewegt, immer mal die Abwärtsseite. Hier ist beides möglich und das handle ich dann auch beides. Teilweise, je nach Situation, bin ich dann eben, wenn zum Beispiel hier ein Break der Opening Range auf der Long-Seite passiert und eben auch noch zwei, drei andere Faktoren dafür sprechen, dass der Markt realistisch weiter nach oben laufen kann, dann bin ich hier auch gewillt, eben mal den einen oder anderen Tag die Long-Seite nach oben zu handeln. Ja, aber sollten wir eben auch Szenarien bzw. Setups bekommen, dann auch abhängig des Eröffnungskurses, des Schlusskurses, des Vortages, dass hier die Signale eher auf der Abwärtsseite gepolt sind, dann bin ich natürlich derjenige, der dann auch schnell die Abwärtsseite handelt bzw. auf diese auf Abwärtsszenarien umswitcht. Ja. Sollten wir im Dow Jones, was ich jetzt auch für die nächsten Tage erstmal nicht so favorisiere, sollten wir diesen 24.700er Bereich nach oben durchstoßen. Zusätzlich kommt hier in diesem Bereich, das sehen wir hier mit dieser grauen Linie, da hatten wir in der Vergangenheit dann auch schon mal so einen Schiebezonenbereich markiert. Den zeichne ich nochmal nach. Ja, das ist hier so in etwa dieser Bereich, der auch aus der Vergangenheit schon mal so eine Schiebezone dargestellt hat, und sollten wir da drüber kommen. Ja, dafür braucht der Markt natürlich noch ein bisschen, und da hat er schon noch so einige Steine aus dem Weg zu räumen. Aber wenn er das schaffen sollte und wenn wir uns dann irgendwann hier oben befinden, dann wird die Long-Seite auch im Dow Jones, sollte jetzt kein Karree werden, dann wird auch die Long-Seite im Dow Jones eben immer mehr und mehr interessanter, und wir werden eben nicht wie jetzt, wo wir doch ein bisschen mehr auf der Abwärtsseite irgendwie denken, wie könnte sich der Markt bewegen, dann wird das Bild hier für die Aufwärtsseite erstmal wieder etwas interessanter. Aber dafür müssen wir erstmal in den Bereich kommen. Das sind schon nochmal 600, 700, 800 Punkte, die wir nach oben uns bewegen müssen. Wir wissen allerdings, dass in der Vergangenheit eben auch im Dow Jones 300, 400, 500 Punkte am Tag gar kein Hindernis sind. Und wenn wir ein, zwei starke Tage haben, könnten wir auch relativ schnell hier oben sein. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch in den täglichen Analysen die Longseite etwas mehr auf dem Schirm haben. Wie gesagt, aktuell sind wir da noch nicht. Somit erstmal hier der Gedanke unterhalb dieses Bereichs in Richtung vielleicht auch der Vorwochentiefs bzw. der generellen Tiefs hier diesen Jahres, wo wir dann auch definitiv eine Chance haben, hier weiter nach unten zu rutschen. Und ähnlich sieht das Bild im S&P aus. Ihr wisst, dass Dow Jones und S&P prinzipiell ähnlich verlaufen. Auch der DAX hat ja in der Regel die Tendenzen, wenn der US-Markt steigt, dass dann eben auch der DAX gegebenenfalls steigt, beziehungsweise auf jeden Fall dann in den meisten Fällen nicht stark fällt. Ja, und dass eben S&P und Dow Jones aber doch so ein bisschen mehr nochmal korrelierend sind. Ja, also das bedeutet, wenn der Dow Jones nach unten geht, dann ebenso der S&P nach unten geht, wenn der S&P nach oben geht, bzw. der Dow Jones nach oben geht, dann eben auch der Gegenmarkt dann ebenfalls nach oben läuft. Somit haben wir hier ebenso wie im Dow Jones eben verschiedene Punkte aus der Vergangenheit, markante Tiefpunkte, die gerne von unten getestet werden, wenn der Markt jetzt eben dann auf der Abwärtsseite pushend ist. Das sind diese drei oder vier Punkte hier, und wir sehen dann eben auch im S&P, dass der Markt dann, und zeichne ich jetzt wieder mit Pfeilen ein, dass der Markt, nachdem er nach unten kam hier, also diese Abwärtsbewegung hatte, dann hier eben diese Aufwärtsbewegung ging genau in diesen Widerstandsbereich rein, dann kam wieder eine Abwärtsbewegung, ja, dann ging die nächste Aufwärtsbewegung los, die ging genau hier in diese beiden Widerstandsbereiche rein, ging dann wieder per Reaktion nach unten, und es kann jetzt durchaus sein, dass diese Bewegung hier nochmals leichte Hochs hier aufbaut und in diesen nächsten Bereich reingeht, und zwar hier in diesem Bereich, wo der Kreis ist, also nochmals leicht höher, ja, dass hier eben auch dieser obere Bereich dieser Seitwärtszone, die wir ebenso im S&P haben, wie auch im Dow Jones gerade eingezeichnet, dass wir hier jetzt in diesen Bereich nochmal reinlaufen und somit auch hier erstmal generell alles, was unterhalb hier dieses schwarzen Kästchens ist, das ist so
ganz knapp unter 2700, also dass hier eben weiterhin übergeordnet dann auch nach wie vor die Abwärtsseite wichtig ist. Und wir haben ja im DAX, im Dow Jones schon jetzt erstmal noch favorisierend übergeordnet die Abwärtsseite auf dem Schirm. Aber hier eben auf jeden Fall auch das Potenzial besteht, nochmal eines leichten Anstiegs in Richtung dieses Bereichs und von hier aus dann gegebenenfalls auch übergeordnet die Abwärtsseite erneut in Betracht gezogen werden könnte in Richtung 25.070 bzw. 2580, 2570. Das ist dann ein leichtes Unterschreiten der Vorwochentiefs. Das ist dann eine Bewegung in Richtung der Jahrestiefs, die hier stattfinden, dann auch in Richtung 2540, 2530. Also hier diese Welle nach unten durchaus denkbar. Auch natürlich denkbar, dass wir nur, in Anführungsstrichen, nur uns vielleicht hier in diesen Vorwochenbereichs irgendwie aufhalten, dass wir hier auch so ein bisschen hin und her pendeln. Das ist natürlich im Dow Jones und im DAX dann auch denkbar, dass wir eben gar nicht hier in den nächsten 4 Tagen, weil vor Ostern und nach Ostern, es sind ja immer verlängerte Wochenenden, wo viele Leute Urlaub machen, wo viele Händler dann auch Urlaub machen und wo es nicht zwingend sein muss, dass große Kernbewegungen auftreten. Somit natürlich trotz der Abwärtstendenz hier eben auch eine volatile Seitwärtsphase denkbar ist, was immer wieder Abwärtsszenarien aufwirft. Definitiv waren immer wieder Chance an entsprechenden Widerständen dann hier die Abwärtsseite zu handeln, ähnlich wie in der vergangenen Woche. Also hier das natürlich ebenso denkbar, beziehungsweise dann eben der Rutsch nach unten. Sollten wir im S&P jedoch dann auch über diesen Bereich kommen, über diesen schwarzen Bereich hier, dann ist hier natürlich auch das Bild erstmal wieder etwas stärker auf der Long-Seite zu sehen. Ja, dann muss man hier gucken, ob wir hier eine realistische Chance haben, dann eben auch Long Trades einzugehen. Ich würde im S&P die Long-Seite im Gegensatz zum Dow Jones aktuell nicht so unbedingt handeln wollen, weil doch der Weg aus dem aktuellen Kursbereich hier um die Marke 2640 in etwa, wo wir uns gerade befinden, zwar schon realistisch hier 40, 50 Punkte auf der Long-Seite durchaus absolvieren könnten, aber es hat sich gezeigt in der Vergangenheit, dass sich eben, wenn dann die Aufwärtsseite im Dow Jones etwas mehr lohnt, weil einfach die Bewegungen etwas übertriebener sind und man somit die Chance hat, eben da auch noch ein bisschen mehr, ein bisschen besser Performance zu generieren als hier im S&P. Somit würde ich, wenn ich den S&P nur handeln würde, dann hier darauf warten, dass sich Short-Setups entwickeln unter diesem schwarzen Kästchen, unter dem Bereich von etwa 2700 und nicht die Aufwärtsseite handeln. Ja? Alles, was dann über 2700 ist, da würde ich dann auch im S&P langsam anfangen, mir mal über die Long-Seite Gedanken zu machen, wobei hier dann auch der Bereich 2730, 2740 erstmal wieder so ein bisschen Widerstand innehat, wo man dann auch schauen muss, okay, da könnte der Markt, das ist dieser Bereich hier, dieser aktuell eingezeichnete Widerstand, da könnte der Markt hier dann auch wie in der Vergangenheit des Öfteren mal rangelaufen, dann eben auch mal durchgebrochen, aber auch des Öfteren rangebrochen, hier wieder ran und abgeprallt. Ja, dann kann hier das auch zu einer Reaktion erstmal wieder nach unten führen. Also wenn wir hier die Long-Seite handeln, sollte das auf jeden Fall das erste Ziel sein, vielleicht sogar knapp drunter und dann geht es eben weiter hier entsprechend auf der Long-Seite. Also auch im S&P erstmal aktuell die Short-Seite sogar noch ein bisschen mehr von vom Handeln, vom Denken her als im Dow Jones. All dieweil ich im S&P dann eben die Long-Seite erstmal nicht unbedingt handeln wollen würde, im Dow Jones schon handelbar, weil eben die Erholung eben schon so volatil vonstatten gehen kann, dass man hier sich durchaus mal 1, 2, 300 Punkte rausschneiden könnte. Also das ist die Analyse zum S&P. Dann kommen wir zu den Währungen und zu meinem in Anführungsstrichen Lieblingsmarkt aus der Vergangenheit. Ich konnte zwar, obwohl der Markt wirklich extremst choppy ist, also der Euro-US-Dollar in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, wirklich eine extreme, wir können das hier nochmal uns auf dem Tagesschart angucken, eine extreme Seitwärtsphase hat, die wirklich sehr, sehr schwierig ist zu handeln. Ich zeichne das mal ein. Also wir haben hier seit Mitte Januar wirklich eine volatile Seitwärtsphase, wo es wirklich schwierig ist. Und da darf man sich nicht wundern, wenn man hier im Euro-US-Dollar aktuell keine Performance generiert, weil einfach der Markt sehr volatil seitwärts tendierend ist und hier diese Schwankungsamplitude aktuell immer kleiner wird. Ja, wir haben zwar in der vergangenen Woche auch nochmal diesen Ausreißer so kurz nach oben gehabt, da war auch, wo ich dann eben wirklich interessant eben auf der Long-Seite einen schönen Trade umsetzen konnte.
Aber genauso schnell dann die Abwärtsseite wieder eintrat und ich dann hier, nachdem ich das dann auch nochmal zweimal auf der Longseite versucht habe, einmal mit einem kleinen negativen Trade, einmal mit einem Plus-Minus-Trade, dann gemerkt habe, dass der Markt erstmal nicht weiter nach oben möchte, sondern eben sogar mit starkem Momentum dann erstmal wieder nach unten kam in diese Seitwärtsschiebezone, die wir uns gleich untergeordnet hier nochmal anschauen werden. Aber man sollte jetzt hier dieses Bild im Auge haben. Was bedeutet, wenn ihr eben, da muss man, das muss man wirklich so sagen, da ist schon ein bisschen Erfahrung gefragt, hier in solchen Märkten, ja, in solch Phasen wirklich Performance aufzubauen. Schaut euch mal im Prinzip den Euro-US-Dollar hier, das ist dann Anfang 2017 bis Mitte oder dritte Quartal 2017, diese saubere Aufwärtsbewegung, diesen sauberen Aufwärtstrend an, dann diese sehr, sehr saubere Konsolidierung und dann nochmals den verhältnismäßig sehr, sehr sauberen Aufwärtstrend. Ja? Das sind Phasen, da kann man gutes Geld verdienen. Und da ist es verhältnismäßig auch viel, viel einfacher, weil man wirklich dann nur trendfolgend handelt und versucht eben dem Trend zu folgen. Was will ich hier, bitteschön, in dieser Schiebezone, die jetzt hier mittlerweile fast 3 Monate anhält oder 2,5 Monate anhält, was möchte ich in dieser Zone, wir können das mal dick, ja, in dieser wirklich starken Seitwärtszone, wo möchte man hier trendfolgend Geld verdienen? Und das habe ich ja jetzt nicht nur heute gesagt, das habe ich in den letzten Wochenanalysen immer wieder betont und 3 Ausrufezeichen dahinter gesetzt, dass es wirklich schwierig ist. Somit ist es dann auch, und dann gehen wir jetzt wieder auf den 4-Stunden-Chart runter, dann ist es auch natürlich in der Folgewoche jetzt schwierig oder schwieriger, hier einfach klare Setups zu formulieren, um hier eben wirklich zu sagen, pass auf, hier ist es interessant zu kaufen und beziehungsweise hier ist es interessant zu verkaufen und die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben das auch nachhaltig eintritt und große Bewegungen eintreten, dann eben größer ist. Und das ist aktuell einfach nicht der Fall. Wir haben hier zwischen dem Bereich 22, also 1,2280, 1,2290 bis hoch zu 23,50, 1,2350 haben wir hier diese Phase, wo der Markt des Öfteren, ähnlich wie im DAX, da haben wir auch so Seitwärtsphasen wirklich des Öfteren hin und her ging. Dann kam immer mal der Break kurzzeitig nach oben, dann kam immer mal der Break auch kurzzeitig nach unten. Aber wir sind aktuell wieder exakt in dieser Mitte dieser Seitwärtszone drin. Und das ist der entscheidende Bereich, so um die Marke 1,23, wo hier der Euro-US-Dollar, zeichne ich eben nochmal ein, hier wirklich seine Mitte findet und prinzipiell eigentlich nur um diesen Bereich hin und her pendelt. Ja? Und wir konnten hier diesen Bruch nach oben auf der Long-Seite letzte Woche ganz gut umsetzen. Das war eben auch, da hatte ich dann entsprechende Setups auch formuliert, wie man hier dann auf der Long-Seite handeln kann. Und dann ging das mit starkem Momentum vonstatten. Und ich hatte dann hier auch die Position wirklich sehr, sehr gut laufen lassen, hatte hier die entsprechenden Zielbereiche auch erwähnt, wo der Markt reinlaufen kann. Und dann sind wir hier, konnte ich hier auch relativ gut den Markt auf der, in diesem Hochbereich dann hier diesen Trade dann auch schließen. Dann habe ich es dann hier, können wir nochmal kurz zeigen. Ich habe es dann hier auf dem Weg nach unten nochmal auf der Long-Seite versucht. Das ging relativ schnell schief. Das habe ich schnell gemerkt. Und dann weiß ich es jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe es dann hier irgendwo dazwischen nochmals auf der Long-Seite versucht. Da kam dann untergeordnet mal so ein bisschen der Weg nach oben, führte dazu, dass dieser Trade dann plus minus null rausflog. Und ich dann hier trotzdem noch weit im Plus bin für die letzte Handelswoche im Euro-US-Dollar. Aber wir sehen, dass hier diese starke Abwärtsbewegung dann erstmal wieder im Euro-US-Dollar in diese Seitwärtszone rein, wo wir uns jetzt auch aktuell befinden. Also dann auch für die kommende Woche. Seid hier definitiv vorsichtig. Lieber abwarten, bis sich hier eben längerfristig wieder etwas klares Bild zeigt. Wir zeichnen jetzt diese Bereiche nochmal ein. Ich persönlich würde eben raten, in diesem Bereich zwischen 22,80, 22,90 bis hinauf zu 1,2350 nichts Nennenswertes zu handeln. Sollte der Markt sich wieder über diese Grenze nach oben bewegen, dann kann man hier natürlich vorsichtig anfangen, mal wieder über die Long-Seite nachzudenken, würde dann aber auch hier entsprechend mir diese alten Hochpunkte dann als Ziele nur nehmen, wenn dann eine starke Bewegung eintritt, wie sie hier eintritt, dann kann man dieser Welle immer noch weiter reiten. Aber ich würde hier diesen Hochpunkt und diesen Hochpunkte, das sind die 3 Schritte, die wir schon in dieser Aufwärtsbewegung dann immer als Ziele hatten, die würde ich dann hier auch immer nur annehmen. Also hier nicht aggressiv davon ausgehen, dass jetzt der Markt hier in einem Zuge in Richtung 1,26 läuft, weil da kommt auf dem Wochenchart übergeordnet sehr, sehr starker Widerstand. Wenn wir da durchgehen,
wie gesagt, das kann natürlich in den nächsten Wochen und Monaten passieren. Dann könnte es bis zum Ende des Jahres durchaus dazu führen, dass wir vielleicht auch wieder Richtung 1,30 oder sogar 1,35 im Euro-US-Dollar laufen können. Aktuell ist dieses Bild allerdings definitiv noch nicht vorhanden. Somit hier vorsichtig die Long-Seite, dann in diesem Seitwärtsbereich hier gegebenenfalls gar nichts machen, weil diese Seitwärtszone erneut denkbar ist. Und wenn wir nach unten kommen, dann wieder vorsichtig. Ich hatte immer wieder gesagt, dass der 1,22er Bereich hier nach unten interessant ist für die Abwärtsseite, dass wir hier eben in diesem Bereich dann auch realistisch mal Trade-Überlegungen aufbauen könnten, dann vielleicht sogar auch dieses Überpesen in Richtung dieses Tiefs hier im Bereich 1,2250. Ja, aber mehr würde ich jetzt hier dem Markt auch erstmal noch nicht zutrauen, weil einfach, wenn es in der Vergangenheit so ist, dass wir sehr choppy sind, dann ist es oft so, dass so eine Trendbewegung nicht von jetzt auf gleich eintritt, sondern hier dann eben der Markt sich so langsam nach unten vortastet, dann wieder hochgeht, dann eben nicht mehr so weit zurückläuft, sondern vielleicht dann nur hierhin, dann fängt er an, hier so ein bisschen so Sequenzen nach unten auszubauen und dann geht es langsam in eine Trendbewegung über. Also das ist oft nicht, dass es von jetzt auf gleich passiert, somit hier das natürlich dann auch denkbar. Okay, starten wir oder machen wir weiter mit dem britischen. Im Gegensatz zum Euro konnte sich der britische Pfund doch in den letzten Wochen eigentlich tendenziell eher trendig bewegen, beziehungsweise hatte eben nicht diese große, doch sehr volatile Seitwärtsphase, sondern hatte hier zwar zwischen den Bereichen 1,38 oder 1,37 bis hinauf zum 1,43er Bereich zwar auch irgendwo so eine große Seitwärtsphase, aber im Endeffekt sind hier doch recht saubere Trendbewegungen entstanden, was vorletzte Woche eben wirklich zu einer schönen, sauberen Aufwärtsbewegung geführt hat. Dann auch hier Anfang der Woche erstmal noch der Test des 42,50er Bereichs, um dann erstmal abzugeben. Und ähnlich wie im Euro-US-Dollar hatte ich hier dann nochmals die Aufwärtsseite versucht. Das hat nicht so ganz funktioniert und dann ist eben die Abwärtsseite erstmal an mir vorbeigegangen. Habe es jetzt hier nicht auf der Abwärtsseite versucht, weil der britische Pfund im Gegensatz zum Euro-US-Dollar doch hier eigentlich noch prinzipiell aufwärts tendierend ist. Ich zeichne das nochmal ein. Es war ja so, dass ich gesagt hatte, über dem 1,40er Bereich, das ist hier so die Marke um diesen grauen Bereich, beziehungsweise knapp drüber, ich zeichne das hier mal ein, das ist hier so etwa in etwa der kriegsentscheidende Bereich für den britischen Pfund, also alles darüber, könnte somit auch in der kommenden Woche definitiv weiter aufwärts tendierend sein, was auch definitiv dazu führen wird, dass ich jetzt oberhalb von 1,40 das ein oder andere Mal auf der Aufwärtsseite nochmals wieder vielleicht gegebenenfalls versuchen würde, mit dem Ziel, durchaus realistisch, ich würde es vielleicht erstmal nicht ganz annehmen, aber durchaus realistisch, dass wir hier die Vorwochenhochs nochmal in dem Bereich 1,43 bzw. 1,42,50 und dann vielleicht folgend 1,43 erreichen könnten. Das wäre jetzt erstmal so die Überlegung. Dann haben wir hier definitiv zwischen 1,40 und 1,39. Das ist dann hier dieser dick schwarz markierte Bereich jetzt und dann hier runter bis in den 1,39er Bereich. Das ist so eine Zone, wo ich erstmal vorsichtig bin, weil wir ähnlich wie in anderen Märkten hier in den letzten Wochen die des Öfteren eben etwas Hin- und Her-Kurse hatten. Der Markt hat sich hier des Öfteren drin aufgehalten in diesem Bereich und hat hier eben relativ tendenzlos das ein oder andere Mal erstmal sich hin und her bewegt und das kann auch hier im britischen Pfund natürlich, wenn wir jetzt hier rein dippen, auch wieder passieren, dass hier so ein bisschen die Bremse reinkommt, dass wir hier erstmal so ein bisschen seitwärts tendierend sind. Der Break nach oben wäre dann wieder long tendierend, beziehungsweise der Break nach unten dann gegebenenfalls short tendierend. Und wir haben hier auch auf der Abwärtsseite erstmal Bewegung, die da passieren kann. Hier kommt nicht so viel gravierende Unterstützung und es ist durchaus denkbar, dass wir auch hier diesen letzten Schritt nach unten erstmal das Erreichen hier dieser Tiefs im Bereich 1,37 knapp darüber. Das ist hier dieses Tief, das wir hier hinlaufen können. Vielleicht sogar da kurz davor nochmal so ein bisschen Luft holen, um dann auch hier relativ zügig in den 1,36er Bereich zu rutschen. Das ist so das übergeordnete Bild im britischen Pfund. Also das sind so die Kerngedanken, die ich mir bezüglich des Trends mache und heißt eben über 1,40 Long und unter 1,39 die Abwärtsseite primär erstmal auf dem Schirm haben. Das heißt ja nicht, dass ich nicht hier drunter auch mal Long handle oder auch hier drüber auch mal Short handle, aber ich passe mein Setup dann entsprechend an. Ich weiß, wenn ich hier drüber Short handle, dass das dann von meiner Seite aus antizyklisch gewertet werden muss und hier unten eben die Long-Seite antizyklisch gewertet werden muss und hier in der Mitte dann gegebenenfalls vielleicht eine Seitwärtsseite
Seitwärtsstrategie zum Tragen kommt, aber ich handle persönlich eigentlich ungern Seitwärtsphasen, erst recht, wenn die hier wie im britischen Pfund dann gerade mal 100 Pips groß sind. Da ist es dann teilweise etwas interessanter, hier im Euro-US-Dollar die Seitwärtsrange zu handeln. Die ist etwas größer als 100 Pips. Hier ist es doch relativ klein und es ist schwierig, hier dann wirklich 40, 50, 60 Pips aus so einer Bewegung, aus so einer Seitwärtszone rauszuschneiden. Von daher hier erstmal der britische Pfund auf der Oberseite, auf der Unterseite und hier lieber vorsichtig. Okay, das soll jetzt zum britischen Pfund gewesen sein. Gar nicht so lang die Analyse. Kommen wir zum Gold. Und ich habe jetzt hier die Analyse zwischenzeitlich mal kurz unterbrochen. Mache jetzt hier am Montagabend um 18.45 Uhr weiter. Und Gold hat sich doch hier im Verhältnis zu vor ein paar Stunden doch relativ stark bewegt. Auch die Märkte, die Dow Jones und Co. schon ein bisschen mehr dann auf der Abwärtsseite drückend. Also wir gehen hier schon mehr in die Abwärts-Setups dann auch für die kommende Woche und Gold hier erstmal über dem wichtigen Bereich 13,35. Das ist für die kommende Woche auch erneut. Das hatten wir in den letzten Wochen immer wieder und ich muss es auch in dieser Woche dann für mich persönlich wieder in Anspruch nehmen, dass eben dieser 13,35er Bereich, ich zeichne es mal hier dick orange ein. Das ist in etwa dieser Bereich. Das alles, was da drüber ist, erstmal wieder. Ja, muss man wirklich sagen, wieder von der Aufwärtsseite aus zu betrachten ist. Hier jetzt eben heute auch der Break dieses Bereichs wieder. Somit hier durchaus denkbar, dass wir erneut irgendwo in Richtung der Vorwochenhochs laufen oder eben auch wirklich der Break nach oben dann mal stattfindet im Gold. Hängt jetzt auch so ein bisschen davon ab, was die Indizes machen. Wenn hier wirklich eine große oder größere zweite Welle auf der Abwärtsseite kommt, dann kann es durchaus sein, dass Gold erstmal wirklich dann hier die Aufwärtsseite wieder annimmt. Hier eben die negative Korrelation ja zwischen den Indizes und Gold, gerade wenn eben der Markt nach unten kommt, dass dann eben Gold auch erstmal steigt, sozusagen die Krisenwährung, auch wenn ich da von dem Wort immer nicht so viel halte, aber es ist durchaus so, dass dann es durchaus sein kann, dass auch unter anderem, weil die Indizes fallen, hier Gold eben Dampf auf der Oberseite bekommt. Und wenn wir hier eben unter diesen 35er Bereich erneut rutschen, dann eben klassisch schauen, dass man hier in Richtung der nächsten Unterstützungsniveaus handelt. Ich hatte ja auch in der vorletzten Woche hier dann mal die Abwärtsseite schon auf dem Schirm, die konnte ich da ganz gut erwischen. Wir hatten hier die Aufwärtsseite auf dem Schirm und auch gehandelt, die war dann auch recht gut. Und die letzte Abwärtsbewegung hatte ich jetzt persönlich hier erstmal nicht gehandelt, da habe ich eben keinen Trade gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt hier erneut interessant und das wäre das, als wenn ich jetzt auch, was ich mir die nächsten Tage dann anschauen werde, dass man eben hier unter 13,35 bzw. unter 13,34 mal wieder schaut, eben in Richtung Abwärtsseite bzw. in Richtung Aufwärtsseite. Ich würde jetzt hier auch erstmal, je nachdem wie die Indizes dann auch performen, erstmal schauen, dass es auf der Aufwärtsseite durchaus realistisch ist, hier den 13,57er Bereich erneut anzulaufen und auf der Abwärtsseite erstmal ja, den 13,20er Bereich, wir hatten auch schon in der vergangenen Woche dann den 13,5er, ich mache das mal hier so ein bisschen gestrichelt, weil wir hatten auch in der vergangenen Woche dann immer schon mal den Plan, dass Gold in Richtung 13,05 rutscht. Wir hatten das hier mit dieser letzten Abwärtswelle, dass der Markt nicht ganz bis dorthin gegangen ist. Das führte dann auch dazu, dass ich in einem Rückläufer aus meiner Short-Bewegung hier, aus meinem Short-Trade rausgeflogen bin, weil ich das Ziel 13,05 hier unten auf der Unterseite hatte. Somit würde ich das gegebenenfalls jetzt hier vielleicht nicht zwingen für die kommende Woche. Aber gucken wir mal, wir sind heute stark auf der Aufwärtsseite moving, da wir haben ja heute in Amerika schon Handelstag in Europa bzw. Deutschland, der heute noch nicht. Also durchaus denkbar, dass wir hier dann auch noch in den Richtung, in den Bereich 13,05 pushen. Das würde ich auch mal so im Hinterkopf behalten. Ja, das hier erstmal der kurze Blick aufs Gold. Wir sind generell, das muss ich nochmal auf dem großen Bild zeigen, wenn man sich hier den Tageschart anschaut, schaut mal, wer den Euro-US-Dollar von der Analyse her hier geschaut hat, eben vor ein paar Minuten, der wird eine Ähnlichkeit entdecken. Und zwar, dass wir hier seit Mitte Januar, beziehungsweise eben dann hier teilweise dann auch schon Ende Dezember beginnend, der Markt in solch eine Seitwärtsphase gerutscht ist. Was da bedeutet, dass es auch weiterhin in dieser Phase, in dieser recht volatilen Phase, die sich hier abspielt, und im unteren Bereich, das ist eben der 13,05er Bereich, beziehungsweise knapp unter 13,10, ja, im oberen Bereich dieser 13,57er, 13,60er Bereich, dass der Markt hier schon jetzt diverse Male auf und ab
tendierend war, genau in diesem Bereich. Also das auch klassisch seitwärts, ja. Jetzt sind wir eben hier erstmal wieder ein bisschen stärker auf der Aufwärtsseite. Also durchaus, wie gesagt, realistisch, Oberseite-Test, untere Seite-Test, vielleicht eben auch den 13,05er Bereich. Das ist jetzt hier eben denkbar. Aber wir sind vorher ja generell von der Unterseite aus kommend gewesen. Ja, wir können das gleich auch nochmal ein bisschen doller zusammenschieben. Also wir kommen hier von der Unterseite. Seitwärtszone, Kraft tanken und möglich, dass wir übergeordnet dann auf der Aufwärtsseite auch weitermachen. Somit ein Breakout nach oben über die Hochs, über die Jahreshochs, über die Hochs von Dezember letzten Jahres eben durchaus denkbar. Und das wäre dann auch weiterführend, wenn der Markt zeigt, er möchte eben auf der Aufwärtsseite pushen, wären das auch weiterführend dann Ziele, die wir gegebenenfalls dann in der kommenden Woche auch nochmal ansprechen werden. Weil wenn man das sich hier anschaut, dann sehen wir auch hier, dass im 13,78er, 13,18er Bereich dann hier erstmal ganz oben nochmal ein Deckel kommt, aber dann ist hier sehr, sehr viel Raum nach oben. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt zwingend oder dass ich jetzt zwingend davon ausgehe, dass wir hier ruckzuck im 1400er Bereich oder 1450er Bereich landen, also dass wir hier relativ zügig die Aufwärtsseite ausbauen. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass jetzt eben auch von der Indizes-Seite längerfristig gesehen, nicht für die noch kommenden 4 Handelstage, sondern längerfristig richtig gesehen, doch so ein bisschen die Schwäche erstmal eben erholen, konsolidierender Natur eintritt, somit Gold hier auch erstmal auf der Aufwärtsseite nochmal ein bisschen pusht, weil wenn eben dieser Deckel hier erstmal aus dieser Seitwärtszone, die wir hier unten haben, wenn dieser durchstoßen wird, dann gehen wir nochmal auf den 4-Stunden-Chart, ziehen das nochmal zusammen, ja, also wenn hier dieser Deckel von diesen ganzen Hochs dann nach oben durchstoßen wird, ja, dann ist das ein Verlassen, Moment, das ist jetzt ein bisschen zu klein. Wir sind jetzt hier wieder auf dem Wochenchart, dann ist das ein Verlassen dieses Bereichs hier nach oben und dann kommt halt, wie gesagt, dieses Hoch hier aus, was ist das, Mitte 2016, wir haben hier einen Bereich, der war so Anfang 2014, das ist alles so der 80er Bereich, wo dann nochmal zwei Hochs kommen und dann ist hier Puffer nach oben, also durchaus denkbar, wenn jetzt der Break nach oben kommt und wir sehen, dass generell die letzten Kernbewegungen hier doch aufwärts gerichtet waren und somit das eben trendfolgend auch nach oben, ja, wir sehen hier diese letzte Bewegung in 2017 war ja generell aufwärts, komplett das ganze 2017er Jahr unterm Strich aufwärts tendierend gewesen. Jetzt haben wir hier aktuell im Jahr 2018 eine etwas volatilere Seitwärtsphase. Ja, und jetzt kann es eben sein, dass wir hier den Bereich nach oben erstmal verlassen. Das ist so meine grobe Analyse fürs Gold, was durchaus passieren kann, wenn wir jetzt anfangen, mal diesen Schiebezonenbereich, den wir aktuell haben, bis in den 57er Bereich da oben, dass wir da eben, wenn wir da rankommen, diesen verlassen, dass es dann gegebenenfalls weiter nach oben gehen kann und der Sache erstmal nichts im Wege steht und das durchaus passieren kann. Ja, warum nicht, dass wir hier eben die Aufwärtsreise dann irgendwann mal fortsetzen. Okay, kommen wir zu den Ölen und auch Öl jetzt hier in den letzten Stunden am heutigen Montag dann schon auf der Abwärtsseite pushen. Wir sind hier aktuell, da können wir fast eine Live-Analyse draus machen, wir sind hier aktuell in einem wichtigen Bereich, denn wir hatten in der vergangenen Woche, und das war auch im Brent wie im WTI annähernd gleich. Ich zeichne das mal ein. Wir haben hier oben in den Ölsorten, Moment, ich mache wieder um ein Viereck. Wir haben hier schon Anfang Januar war hier dann schon eine etwas größere Seitwärtsphase passiert. In diesem Bereich sind wir jetzt dann wieder erneut reingetreten und verlassen jetzt gerade hier diesen Bereich so ein bisschen nach unten. Was jetzt für mich erstmal aus aktueller Sicht die Vorzeichen, die negativen Vorzeichen wieder so ein bisschen größer werden lassen, weil es durchaus denkbar ist, dass wir dann. Und ich habe im Öl ja auch immer so ein bisschen, das ist eigentlich so der einzige Markt, wo ich ganz gerne diesen Saisonalitätsfaktor so auch so ein bisschen mit reinbringe, weil für mich ist eben Öl ganz klassisch im Winter teuer und im Sommer, beziehungsweise wenn wir eben kein Heizöl brauchen, wenn eben hier eben auch die Autos auf der Straße vielleicht nicht so viel Sprit brauchen, weil eben durchs warme Wetter der Verbrauch nicht so hoch ist oder so. Aber ja, man kann darüber sicherlich streiten, aber ich habe für mich persönlich immer so einen kleinen Saisonalitätsfaktor hier in den Ölen mit drin und es kann natürlich jetzt durchaus sein, dass wir hier auch langsam, Moment, das sollte jetzt kein Viereck werden, dass wir jetzt
eben diesen Break nach unten, den lasse ich jetzt natürlich in meine Handelsentscheidungen nicht mit einfließen. Ich gehe hier dann rein charttechnisch wirklich an den Markt ran. Aber wenn jetzt Öl hier diesen Schiebezonenbereich, den wir hier auch schon mal hatten, dann eben jetzt, wie jetzt schon angedeutet, auf der Unterseite verlässt, dann ist es natürlich hier relativ zügig denkbar, dass wir erstmal in die nächsten Kernunterstützungsniveaus wieder reinlaufen, dass wir hier im WTI auch durchaus etwas längerfristig gesehen dann das Ziel $50 durchaus wieder erreichen können, aber auf jeden Fall dieser $60-Bereich hier durchaus denkbar ist, erneut hier der Markt reinlaufen kann. Und da würde ich jetzt erstmal auch vorsichtig mit dem Break am morgigen Tag, dann wie gesagt heute durch den Feiertag hier in Deutschland von meiner Seite ja kein Handel, weil ich ja auch an solchen Tagen dann eigentlich idealerweise so ein bisschen frei mache, die Beine hochlege, mir die Märkte so ein bisschen von der Seitenlinie aus anschaue. Und hier ist jetzt eben natürlich durchaus denkbar ist, dass morgen dann diese Reise auf der Abwärtsseite irgendwo unterhalb des 63,40er Unterstützungsniveaus weitergeht. Erstmal in Richtung 62, das wäre jetzt hier so die Herangehensweise. Sollten wir allerdings hier wieder in diesem Bereich zurücklaufen, dann ist es für die kommende Woche erstmal wieder auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn wir haben hier durchaus auch Seitwärtspotenzial. Wir hatten das dadurch, dass es in der Vergangenheit hier Anfang Januar schon mal in diesem Bereich zu einer Schiebezone kam. Wir haben hier auch erstmal in diesem Bereich mehrfach hin und her gependelt, bis dann der Break nach unten kam. Jetzt sind wir wieder in diesem Bereich drin, haben ja jetzt erstmal hin und her gependelt, haben jetzt nur mal ganz kurz, das hatten wir hier vorne dann auch ja mal kurzzeitig diesen Bereich nach unten durchbrochen. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass wir erstmal in diesem Bereich hier weiter drin bleiben. Und wenn wir hier so ein bisschen über die Mitte kommen, das wäre jetzt so der Bereich um die Marke von 64 bis 65 Dollar hier im WTI. Das ist so in etwa dieser Bereich hier. Wenn wir da drüber kommen, dann würde ich vorsichtig auch mal schon mal die ein oder andere Long-Überlegung dann wagen, mit dem Ziel, dass wir den oberen Bereich erreichen, beziehungsweise dass wir auch gegebenenfalls auf der oberen Seite dann hier unseren Breakout vollziehen. Also oberhalb von 65 dann auch schon die Aufwärtsseite wieder so ein bisschen, ansonsten eher vorsichtig und unterhalb des 63,40er Bereichs hier dann erstmal wieder die Abwärtsseite in Richtung der nächsten Unterstützungsniveaus. Und das Ganze schauen wir uns für Brent ebenfalls an. Da hatte ich diesen Schiebezonenbereich hier von Ende Dezember, Anfang Januar dann auch schon mal grau markiert. In diesem gleichen Bereich sind wir jetzt aktuell wieder drin. Und das ist eben, dadurch mache ich ja oder dafür mache ich ja diese Analysen hier fürs WTI und fürs Brent in der Regel dann auch gleichzeitig, beziehungsweise betrachte beide Märkte gleich, weil einfach die Analyse, die Öle natürlich auch erstmal tendenziell gleich laufen. Wir haben hier diesen Schiebezonenbereich, sind jetzt hier auch aktuell mal kurz nach unten raus, haben denn hier definitiv jetzt Potenzial. Erstmal hier haben wir markant einen Hochpunkt, der eben angelaufen werden kann. Moment, zeichne ich ein. Also wir haben hier diesen Hochpunkt, ja, den wir jetzt natürlich erstmal von unten testen können. Das ist so der Bereich knapp unter der 68-Dollar-Marke, also so in etwa der Bereich von 67,80, wo eben der Markt jetzt kurzzeitig nochmal hindippen kann. Das kann alles heute noch passieren, vielleicht auch in der Nacht. Also hier nochmals, Moment, Fall, nochmals ein bisschen tiefer als auf das aktuelle Unterstützungsniveau, um dann wieder in diese Seitwärtsschiebezone hier reinzulaufen. Auch hier in dieser Seitwärtszone dann erstmal ein bisschen vorsichtig. Wir haben das in der vergangenen Woche gesehen, dass dann hier doch die Schwankungen auf einmal von der Trendsicht her doch etwas kleiner werden, die Trendfortsetzung eben nicht gegeben ist. Und wenn hier der Break nach oben kommt, und hier ist es fast noch ein bisschen eindeutiger im Brent als im WTI, wenn hier der Break nach oben kommt, und ich würde auch hier in dieser Seitwärtszone vielleicht schon mal vorsichtig versuchen, dann eben diesen Break nach oben nochmal zu antizipieren, also vielleicht hier wirklich den ein oder anderen Versuch nochmal auf der Long-Seite schauen, dass man hier daran setzt oder darauf setzt, dass wir hier auf jeden Fall dann erneut diesen 70er-Bereich durchstoßen und hier gegebenenfalls, und das wäre so ein realistisches Ziel, erstmal zum einen hier dieses Hoch durchstoßen von Anfang Januar und dann eben in Richtung 72 laufen. Das wäre schon durchaus denkbar, wenn wir hier den Bruch nach oben kriegen. Und dann kann das auch relativ zügig gehen. Dann sieht das hier aus wie diese Aufwärtsbewegung, wo wir hier wirklich uns über 2 Wochen, glaube ich, war das, wo wir uns hier so zusammengezogen haben im Öl, eben wirklich diese Schwankungsamplitude immer kleiner wurde, hier immer noch eingezeichnet mit diesen 2 Trendlinien auf der Ober- und auf der Unterseite. Und dann dieser Break nach oben kam,
mit Volumen, mit Schmackes, was ich dann auch gesagt hatte, dass es meistens natürlich dann irgendwann, nachdem eben so eine Amplitude immer enger wird, der Bruch nach oben oder unten dann stattfindet und dann eben auch meistens ein bisschen Dampf auf den Kessel kommt. Ähnlich könnte es jetzt hier auch aussehen, dass hier wirklich die Öle gegebenenfalls auch in der kommenden Woche oder dann übernächste Woche hier so ein bisschen Feuer bekommen. Und dann eben hier so ein paar Tage auf der Aufwärtsseite pushen. Und wie gesagt, hier ist durchaus realistisch, ist eben in den 62er, ja, ich würde 73 jetzt vielleicht noch nicht so gleich annehmen, aber 72 ist ja durchaus auf der Aufwärtsseite denkbar. Gut, das soll jetzt zur Trading-Wochenanalyse hier sein zu den Märkten. Wir hatten besprochen DAX, Dow, S&P, Euro, US-Dollar, britischen Pfund, Gold, Brent und WTI. Und wir schauen halt mal, wie gesagt, der Tag ja heute doch schon ein bisschen Momentum gezeigt. Der Montag heute bei uns noch eben Ostermontag. Wir schauen uns das Ganze natürlich morgen im DAX Long oder Short an, beziehungsweise auch zur Opening Bell, US Opening Bell dann am Nachmittag. Bis dahin wünsche ich euch erstmal Good Trades. Passt auf die Stops auf, setzt die Positionsgröße nicht zu hoch an und wir hören uns morgen dann. Bis dahin, euer Markus Klebe. Ciao, ciao und bye bye.